Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Mittwoch vor Markteröffnung. Heute mit Blick auf Euro, britisches Pfund, Neuseeland, Dollar, US-Dollar und Euro, Australdollar und selbstverständlich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, wer hier live zuschaut, bitte gerne rein in die Chats, dann kümmere ich mich gerne um die ein oder andere Frage. Hier und heute das Thema Euro mit dynamischer Stärke. Deswegen haben wir heute hier auch zwei Euro-Charts vertreten. Ansonsten ganz normale Standard-Marktvorbereitung. Zuvor der Risikohinweis, wie immer, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir in die Nachrichten und Markt bewegen. Gestern war die Fed, das war der Knaller, was da passiert ist. Basispunkte sind gesenkt worden. Der Basiszinssatz ist jetzt bei 1,25 in den USA. Und man bedenke, die eigentliche Zinssenkungssitzung oder Zinssitzung der Fed ist erst am 18. März. Das heißt, die haben sozusagen aufgrund der aktuellen Lage hier eine Zinssenkung vorgezogen. Der Markt danach dynamisch hoch, danach dynamisch runter. Zack! Das war es gewesen. Das heißt, es ist ein kleines Strohfeuer. Man muss mal schauen, wie sich es auswirkt. Aber die Fed versucht natürlich hier auch ihr Möglichstes, um die Auswirkung der Corona-Krise oder beziehungsweise der wirtschaftlichen Spannungen, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, weitestgehend mit Maßnahmen zu stützen, irgendwo abzufedern, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Wir schauen auf die Nachrichtenlage hier für heute. Wer die Schweiz noch auf der Uhr hat, wir kriegen hier in ein paar Minuten, nein, jetzt ist es glaube ich schon durch, den Verbraucherpreisindex, der tangiert aber hier unsere Märkte nicht ganz so massiv. Wir kriegen wieder Einkaufsmanagerindex am heutigen Mittwoch und zwar um kurz vor 10 hier bei uns aus Deutschland für die Dienstleistungen. Danach geht das um 10 Uhr weiter mit den Daten aus dem gleichen Bereich für die EU. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index hier als Gesamtindex und für die Dienstleistung. Danach geht es weiter. Einkaufsmanager-Index in Großbritannien, hier ebenfalls für den Bereich der Dienstleistung. 11 Uhr gibt es dann aus der Eurozone die Einzelhandelsumsätze für den Monat Januar. Im Laufe des Tages die Anhörung des MPC. Finanzausschuss, also hier also MPC-Anhörung vor dem Finanzausschuss, so rum das Ganze hier in Großbritannien. Am Nachmittag dann in den USA auch wichtige Nachrichten. Nummer 1, die ADP-Beschäftigungsindex-Änderungen. Freitag haben wir ja die Non-Farm Payrolls. Dann am Nachmittag weiterhin den Einkaufsmanager-Index hier als Gesamtindex und für die Dienstleistung gefolgt um 16 Uhr vom ISM-Einkaufsmanager-Index. Das Ganze für die Dienstleistung, Beschäftigung und die Dienstleistung. Und dann gibt es hier an dieser Stelle heute noch die Rohöllagerbestände. Das alles live hier jetzt und heute. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Mir war so, als wenn wir das Beachbook heute noch bekommen. Jawohl, das fehlt hier. Um 20 Uhr kriegen wir aus der USA noch den Konjunkturbericht, das Beachbook. Das werten wir wie immer am Freitag aus, weil wir wollen ja wissen, wie es der größten Volkswirtschaft der Welt geht, weil das einen großen Impact auf die Märkte hat. Das, wie schon gesagt, Freitag in der Zeit nach der Marktbesprechung. Das können wir uns hier schon mal auf die Uhr mitlegen. Das dazu und damit schauen wir in die Charts hinein. Wie schon gesagt, ich sehe auch hier die lieben guten Morgengrüße auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Ich freue mich sehr darüber. Wie schon gesagt, wer Fragen hat, bitte rein damit in die Chats. Ich gehe gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt ein. Zuerst blicken wir allerdings auf das Währungspaar hier im Euro-Australdollar und zwar mit Blick erstmal wieder in den Tageschart und hier sehen wir die Situation, die wir näher beleuchten. Hochdynamisch hier der Anstieg nach oben hin, wir haben es gesehen. Dieser Mega-Move ist gestartet hier unten in der Unterstützung. Wir hatten hier wirklich eine sehr, sehr tiefe Korrektur auf die Marke von 1,608. Dann gab es den Schub nach oben hier auf 1,71. Ihr habt euch nicht verhört von 1,608 auf 1,71256, was hier das Top gewesen ist. Jetzt sehen wir so ein bisschen was an Korrektur. Das ist ganz normal. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Auf was müssen wir uns einstellen?
Wenn die Korrektur nicht unter das Tagestief von gestern läuft, das haben wir stehen bei 1,68307, sondern hier abprallt und wieder nach oben dreht, dann können wir uns schön auf der Oberseite orientieren. Und da kommt hier neben den Hochs, die ich hier schon eingezeichnet habe aus dem Stundenchart, natürlich auch noch das aktuelle Tageshoch zum Tragen. Das liegt bei knapp 1,70. Die Marke hier auf der Oberseite, wie schon gesagt, wir gehen auch gleich nochmal in die Stunde rein, damit wir uns die Umkehrmuster anschauen können. Auf der Unterseite bleibe ich mal kurz noch im Tageschart, um die Linien hier ein bisschen näher zu beleuchten. Wir haben nämlich unten dran ein paar Auffanglevel. Das größte, wichtigste hier an dieser Stelle, das Trendbasierte, ist dieses hier. Das ist die Marke von 1,659. Das ist der große Ausbruch hier aus diesem Bereich raus, wo sich dieser größere Trend hier gebildet hat. Das ganz klar. Aber dann haben wir noch zwei andere Level, zwei andere Kauflevel. Und zwar hier, wenn wir das mal drüben in der Historie sehen, diese alten Hochs, die wir hier drüben gehabt haben, das waren natürlich die Hochs aus vor dieser Abwärtsbewegung. Hier ist dann sozusagen Dynamik auch reingekommen. Wir sehen es in den Kerzen, die sind stark nach oben geschoben worden, als diese Marken übertroffen worden sind. Das sind auch Kaufzonen, die können durchaus für eine Umkehrsituation sorgen aus der Korrektur. Und das Ganze schauen wir uns jetzt noch im Stundentrend mit an. Da sehen wir es nämlich hier, wenn ich es etwas zusammenraffe, sehen wir es auch schön, also die starke Dynamik hier. Und was wir hier momentan so ein bisschen leicht nach unten schlängeln sehen, das ist so ein kleiner Abwärtstrend hier auf Stundenbasis. Der hat auch den Aufwärtstrend, also den Bewegungstrend hier nach oben, mittlerweile rausgenommen, als wir hier unten unter dieses Level runtergelaufen sind. Also dieser Bereich hier ist sozusagen jetzt unterschritten worden. Und dieser Drehbereich an sich, der ist jetzt halt wichtig, wenn wir hier sozusagen drinnen bleiben und gleich wieder Stärke bekommen und hier über das Tageshoch von heute drüber laufen, dann haben wir untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend, der in Richtung des Aufwärtstrends des Tages läuft. Und dann können wir uns auf der Oberseite orientieren. Und wenn wir uns hier diesen kleinen Abwärtsschub mal anschauen, dann sehen wir es halt. Dann haben wir ein paar Anlaufpunkte oben hier, und zwar kleine Swing-Highs sozusagen bei 1,7045 bzw. bei 1,71019. Und dann haben wir schon das aktuelle Trendhoch wieder da. Kommt es allerdings zur Korrekturausweitung, das heißt, wenn sich dieser Abwärtstrend hier nach unten fortsetzt, dann haben wir halt die Anlaufpunkte auf Tagesbasis da. Dieser Trend hier gibt leider nicht so viele Ansatzpunkte hier, dass man sich schöne tragbare Lows raussuchen kann. Das ist wirklich, der Markt ist hier so dynamisch stark nach oben gelaufen, dass man wirklich wenig Punkte hat. Aber was man halt sieht, ist, dass diese Level hier schon das ein oder andere Mal gesucht worden sind. Also hier das kleine Zwischenhoch an diesem Korrekturhoch des Abwärtstrends des Tages, was wir gerade angeschaut haben. Hier sehen wir es bei 1,668. Da gab es ein bisschen Innehalten drinnen. Hier unten aus diesem Ausbruch über dieses Trendbildungslevel auf der Tagesbasis. Auch da die Marke von, wo haben wir es jetzt, muss ich mal kurz schauen, hier in diesem Bereich, also hier um die Marke von knapp 1,659. Wir sehen es hier angelaufen, korrigiert, angelaufen, bisschen drüber verharrt. Also dieser Bereich ist auch ein leichter Testbereich. Das ist das, was uns auf der Unterseite erst einmal kurzfristig zur Verfügung steht als planbare Anlaufpunkte, wenn wir hier tatsächlich den Abwärtstrend in die Korrektur nach unten mit fortschreiben. Hier, wie schon gesagt, das Ganze rausgesucht aus dem Trendverlauf des Tagescharts. Also man muss mal schauen, wie tief die Korrektur auch läuft. Wie schon gesagt, momentan bildet sich hier so eine kleine Flagge aus, doch es ist noch zu früh, diesem hier den echten Flaggencharakter zu zeigen. Wichtig wird, was passiert jetzt hier an dieser Stelle am Tagestief von gestern. Wenn wir, wie schon gesagt, dort drunter laufen, dann setzt sich das Ganze deutlich nach unten fort und dann können wir hier die unteren Level mal als Korrekturausweitungspunkte, als sogenannte Pivotpunkte im Sinne dieses Aufwärtstrends auch mit zur Planung ranziehen. Weiter geht's mit Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Den hatten wir gestern schon mal ganz kurz angesprochen, aufgrund einer Nachfrage hier im System bzw. durch einen unserer Zuschauer. Und die Korrektur hat mir relativ gut gefallen, und zwar so gut, dass ich gesagt habe, das sollten wir uns mal etwas näher anschauen. Warum ist das interessant? Und zwar aus folgendem Grund. Schaut euch das mal an. Das, was wir hier jetzt sehen, ist halt quasi lediglich die Korrektur
in diesem Abwärtskontext hier, wenn wir uns den Tageschart nochmal anschauen wollen, der ist halt massiv abwärts gerichtet. Das sehen wir hier immer wieder an dieser Stelle. Also wenn ich es mal näher zoome, sehen wir auch, das ist hier Korrektur und die Korrektur findet schon immer wieder Verkaufsdruck. Das heißt, wir laufen hier auch deutlich nach unten. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation im Stundenchart auch anschauen, dann sehen wir hier aus gestern, hoppala, das war das Falsche, kleinen Augenblick, Neuseeland-Dollar, US-Dollar brauchen wir hier im großen Chart und nicht die Übersicht. Also das, was wir hier sozusagen jetzt sehen, ist tatsächlich ein Dreieck innerhalb der Korrektur. Hier oben war der Deckel drauf, hier unten die ansteigenden Kurse. Gestern kam der Ausbruch nach oben. Der Ausbruch nach oben fand sein Hoch hier oben in diesem Bereich um die Marke von, naja, was haben wir hier oben, knapp 1,6325. Setzt man das jetzt mal in den Kontext, den wir hier haben, also nicht in dieses große, dicke, eingezeichnete Bild, sondern in das, was wir hier gerade als Swings haben, dann sehen wir hier, schaut euch das mal an, Bewegung nach unten, dann haben wir hier die Korrektur gehabt, hier dieser Bereich und dann hier ganz stark den Move nach unten, ja, also mit diesem kleinen Zacker hier auch drin, aber wir sehen, dieser Bereich hier oben ist ein wichtiger Drehbereich, das war ein Korrekturhoch gewesen. Und in die Nähe sind wir gestern schon gekommen und das, was wir hier als Gegenbewegung sehen, ist auch trendig nach oben, nur das ist der Trend der Korrektur. Und wenn wir jetzt hier sehen, wir sind nach oben gelaufen, haben sofort wieder Verkäufer gefunden und haben die Unterseite des Dreiecks wieder angetestet, dann ist es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Fallen wir nämlich hier unten drunter, also der entscheidende Marker ist jetzt dieses Tief hier unten bei 0,6264 in etwa. Fallen wir da drunter, haben wir wieder einen Abwärtstrend in der Stunde und zwar einen validen Abwärtstrend, der in Richtung der Stunde bzw. auch des Tages läuft. Und das wäre dann die schöne Umkehr, sozusagen genau das, was wir hier brauchen. Das heißt, was wir hier sehen, wäre dann hier, schaut euch das mal an, eine Bewegung. Dann haben wir hier jetzt eine Korrektur nach oben hin gehabt, da rein und dann haben wir den Gegentrend gebildet. Das wäre mal das erste Indiz, dass wir hier tatsächlich weiter zur Unterseite wollen. Dazu müssen wir natürlich hier unten drunter fallen, unter dieses Tief und dann haben wir schon mal das erste Indiz und dann wird es sehr, sehr, sehr spannend hier in diesem Bereich bei 0,62375, wenn wir hier drunter laufen, ist auch dieser kleine Trend, ich mache den mal kurz rein, also hier, dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, der ist gebrochen, sobald wir hier unten drunter durchlaufen und dann sind wir definitiv auf dem Weg in Richtung des übergeordneten Trends. Und dann können wir uns wieder deutlich zur Unterseite sozusagen auf den Weg bringen. Das heißt, wenn ich das mal ranzoome hier, dann stehen wir auf dem Weg zum Tief hier, zum Jahrestief um die 1,619. Diese Marker sind definitiv da und wie schon gesagt, die Stunde verrät uns hier relativ gut, was gehauen und gestochen wird. Und wenn wir mal sehen, wir sind hier schon ein ganzes Stückchen reingelaufen in die Korrektur dieses letzten Abwärtsschubes. Also das bleibt sehr, sehr interessant zu sehen. Und wie schon gesagt, die Stunde ist ja wirklich ein guter Ratgeber von der Seite her, wenn man wissen will, wie es entsprechend weitergeht. Hier das Ganze, wie schon gesagt, laufen wir drunter, haben wir wieder einen Gegentrend in der Stunde, der in Richtung des Übergeordneten läuft. Das heißt, da haben wir definitiv mal das Umkehrsignal für die Stunde da und das Ganze im Fortschreiten dann in Richtung des Tagescharts auf alle Fälle. Und damit blicken wir zum dritten Währungschart für den heutigen Tag. Und zwar ist das die Währung Euro, britischer Pfund. Auch hier, da haben wir ja auch schon öfter gesprochen, Euro, britischer Pfund, momentan auch mega Feuer nach oben hin hier an dieser Stelle. Ich hatte das im Blog auch geschrieben, wir sind wahnsinnig bullisch aktuell. Wir haben die Währung hier unten besprochen, als wir dieses leichte Korrekturmuster innerhalb dieses Abwärtstrends noch hatten und wir sehen es. Wir hatten hier leicht fallende Hochs und hier unten den Boden drauf und der Markt hat uns überhaupt nicht den Gefallen getan, hier unten drunter zu fallen und das ganze bärische Bild vorzuschreiben. Nein, dieser Low hier unten um die 0,8276 hat einfach den Boden für diesen massiven Schub gefunden. Hier dieses Innehalten und der Bruch dieser Linie hat dann die Mega-Dynamik nach oben aufgelöst. Und hier sehen wir auch mal wieder die Kaufbereiche, die wir hatten hier um das Hoch bei 0,8573. Beziehungsweise hier dieses Doppeltop hier oben bei 0,85, 9,50, das hat alles, alles, alles nichts geholfen. Die haben alle nur
für Käufe gesorgt. Das heißt, hier lagen dann tatsächlich die Kauforders von Händlern, die Positionen auch absichern mussten. Damit ging es ordentlich nach oben zur Sache. Und jetzt stehen wir hier oben am Hoch bei 0,87415. Wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, da gehe ich mal ganz kurz in den Wochenchart rein, da sehen wir auch, dass dieser starke Schub hier mal die gesamte Grunddynamik komplett aus den Angeln gehoben hat, ne? Also wenn wir mal sehen, hier war dieser starke Abwärtstrend, hier das letzte Zwischenhoch. Wir haben jetzt definitiv hier einen Markt, der nach oben läuft an dieser Stelle. Das heißt, hier ist der Aufwärtstrend da, also der Aufwärtsschub ist da. Und wenn wir sehen, dass sich das auf Tagesbasis nach oben fortsetzt, das heißt, dann bleiben die Bullen auch very, very dynamic. Das heißt, laufen wir hier übers Hoch direkt rüber, ohne eine tiefe Korrektur, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier dieses alte Bruchlevel nach unten, also diese alte Verkaufszone um die 0,87900. Hält das Ganze stand, dann haben wir natürlich Korrekturbasis. Ansonsten, wenn der Markt ja auch einfach drüber schießt, nichts ist ausgeschlossen momentan, dann wäre mal der nächste planbare Anlaufbereich hier oben an diesem Hoch bei knapp 0,901. Das ist eine Menge Potenzial zur Oberseite. Aber Korrektur kann immer kommen. Und wir sehen es hier, wir haben gestern am Hoch schon mal kurzfristig leichte Schwäche bekommen. Das ist nur ein Tag, das hat überhaupt nichts zu sagen. Wichtig ist, wie entscheidet sich der Markt? Fällt er unter das Tagestief von gestern, wäre das mal ein erster Beginn für eine Korrektur, wo wir uns dann auf der Unterseite orientieren können. Da können wir ruhig im Tageschart bleiben, weil die Anlaufpunkte sind ja sehr, sehr schön ersichtlich. Nächster Anlaufpunkt, sollten wir tatsächlich in die Korrektur jetzt reingehen, wäre mal hier dieser Ausbruchsbereich hier drüben um die 0,859. Der Marker steht auf alle Fälle mal drinnen. Und um die Korrektur zu erkennen, schauen wir uns jetzt mal noch den Stundenchart mit an. Da sehen wir hier oben das, was wir auf dem Tageschart sehen, dieses Verweilen unter diesem Hoch hier oben. Das Ganze läuft momentan seitwärts. Wir haben den Deckel oben drauf bei 0,874, den Boden unten bei 0,86. 82. Hier haben wir also momentan eine Range, und wenn diese Range nach unten durchbrochen wird, dann wäre das mal ein erstes Indiz dafür, dass wir hier in die korrektive Phase kommen, und dann können wir uns mal darauf einrichten, dass wir durchaus erst einmal hier dieses alte Ausbruchlevel bei 0,859 auch anlaufen. Ansonsten, wenn der Bruch oben drüber kommt, ist das hier kein Beinbruch, dann ist es einfach nur die Fortsetzung der dynamischen Stärke. Und wie schon gesagt, im Tageschart haben wir ja gesehen, wo wir ranlaufen. Nächste Zielmarke auf der Chart-Oberseite sind dann die 0,87900 hier im Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Das hier zu dieser Währung. Und dann würde ich gerne noch mal ganz kurz zum Goldpreis rüberschalten. Gold ist jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir sehen das hier. Es ist ein sehr, sehr hochdynamischer Chart, den wir hier momentan sehen. Wir sehen es, diese massiven Kerzen, brutaler Abverkauf, dann hier kurzes Innehalten, dann gestern der brutale Aufkauf nach oben. Also es ist momentan eine extrem große Schwankungsbreite an den Märkten da. Aber, und das ist die Nachricht zum mit nach Hause nehmen, die grobe Grundrichtung bleibt weiterhin aufwärts gerichtet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig hier, dass wir das sehen. Auch wenn wir hohe Schwankungsbreiten haben, das, was wir hier die letzten Tage gesehen haben, war einfach nur die Korrektur der letzten starken Bewegung nach oben. Ganz klar, es ist natürlich immer heftig zu sehen, wenn innerhalb von einem Tag all das korrigiert wird, wo der Markt hier vorher ein, zwei Wochen gebraucht hat. Das ist schon richtig heftig. Wenn man aber mal sieht, dass der Markt dann in einem Tag alles wieder nach oben aufgekauft hat, wo wir dann wieder dastehen, wo wir hier vor 3 Handelstagen gestanden haben, das ist schon heftig. Aber wie schon gesagt, wir haben momentan eine hochvolatile Marktphase. Passt da bitte auf, was eure Risikokontrolle in den Portfolien angeht. Und dann schaut man mal das Ganze an. Wie schon gesagt, wenn sich die Dynamik hier weiter nach oben hin fortsetzt, wäre es dann wirklich interessant, was hier oben dann passiert am alten Hoch bei 1600 und ein paar in der 80, 89, muss ich mal kurz gucken, ja, das war die 89 hier oben, 1689, bleibt dann spannend, also der Markt will immer wieder hoch, die kurzfristigen Trader freuen sich natürlich drüber, weil hier oben diese Marke hier, ich kreuze es mal kurz an, dieser Bereich hat in den letzten Tagen immer wieder für Verkäufe gesorgt, und wenn natürlich hier der Verkaufsdruck jetzt weitergeht, dann hat man hier oben ein gutes Level für die Short-Richtung kurzfristig zum Einsteigen, aber wenn man sich die Zeiteinheiten mal anschaut, hier auf der Stundenbasis, da hat man natürlich halt jetzt an dieser Stelle
Immer wieder in der Stunde auch relativ wenig zu richten, weil wir sind einfach aufwärts gerichtet und die Stunde zeigt uns halt an, wir haben hier ansteigende Hochs, wir haben ansteigende Tiefs und es sieht momentan eher so aus, als wenn wir es versuchen wollen, über diese Punktmarke drüber zu gehen. Und wenn die Märkte wieder, sage ich mal, unruhig werden, haben wir hier auch Chancen. Man muss dann als Händler sich entsprechend nur an den richtigen Stellen sozusagen positionieren. Und dieser Bereich, wo wir hier oben momentan wirklich uns schwer tun, drüber zu kommen, der ist wirklich ein hart umkämpfter Bereich und man kann davon ausgehen, dass wenn dieser Bereich überschritten wird, dass wir dann durchaus auch weitere Dynamik zur Oberseite hin erleben. Das Ganze hier ist momentan halt einfach häufig geschuldet aus den Umschichtungen auch von Kapital und von der Seite her ist die Richtung mit dem großen Blick auf den Goldchart weiterhin nach oben gerichtet, auch wenn wir immer mal wieder stark abprallen, korrigieren. Das Ganze im großen Bild ist nichts weiter als die Korrektur und dieses Hin- und Hergezappel, was wir hier sehen, sehen wir auch an den Aktienmärkten momentan. Also von der Seite her passt das entsprechend auch alles ins Bild hinein mit Blick hier in den Safe Haven Gold. Dafür danke für die Zeit heute am Vormittag. Es geht gleich los. Wir haben es jetzt nur 8:50 Uhr. In 10 Minuten beginnt hier die Haupthandelszeit. Fragen sehe ich jetzt hier keine. Von der Seite her ganz vielen Dank für das Zuschauen heute. Wieder empfehlt uns weiter hier das Ganze und wir sehen uns morgen um 8:30 Uhr mit dem nächsten Blick in die Märkte. Blogeintrag gibt es vorher und damit allen erfolgreiche Trades. Bis morgen. Tschüss.